10 Jahre SciTech muss man einfach feiern, wegen der vielen netten Leute, der vielen Alumni und der tollen Atmosphäre. Mit 10 Jahren nimmt das Leben so richtig Fahrt auf und das haben wir, glaube ich, heute alle gemerkt und wir freuen uns als 10-jähriger Cluster nun mit dieser Energie in eine weitere Phase kreativer und zukunftsgerichteter Forschung über kognitive Interaktionstechnologie vorzustoßen. Zehn Jahre SciTech, das ist auch 10 Jahre hier diese Dynamik am Standort Bielefeld. Es war einfach wunderschön, heute diese ganzen Menschen zu treffen, unsere Alumni, neben dem, was eigentlich, sage ich, in der Wissenschaft SciTech erzeugt. Das sind eigentlich unsere besten Produkte. Today we are celebrating SciTech's 10th anniversary. Was ich wirklich am SciTech auch toll finde, ist die Architektur. Also ich freue mich ja jeden Tag, wenn ich hier reinkomme, weil es so schön aussieht. Ne? Und man würde denken, na, nach ein paar Jahren gewöhnt man sich dran. Aber jeden Tag freue ich mich von Neuem, wie toll das ist. Ne? Also eine dezente Architektur, die aber irgendwie außerordentlich anregend ist. Ich kann mir Bielefeld ohne SciTech überhaupt nicht vorstellen. In unserer Wahrnehmung ist SciTech ein unheimlich verbindender Faktor zwischen den verschiedenen Fakultäten, zwischen verschiedenen Forschungsrichtungen. Deshalb ist die Verbindung zum CIF natürlich eine natürliche, weil genau hier wie oben am CIF Forscher verschiedenster Fakultäten zusammengeführt werden, um komplexen Fragen nachzugehen. Deutschland einmalig, in der Welt sicherlich herausragend. Sie tragen etwas und Sie nennen es, ich müsste es ablesen, eine Schlipsvermeidungstechnik. Und der kleine Albert trägt auch diese Schlipsvermeidungstechnik. Wir wollen die Digitalisierung vorantreiben, aber wir wollen Technologie, die dem Menschen dient, nicht umgekehrt. Das Besondere von SciTech ist, dass wir spannende Probleme im Bereich Interaktionstechnologie aus einem breiten Spektrum von disziplinären Perspektiven betrachten, also wirklich Interdisziplinarität leben. Ich war immer begeistert von diesen Ideen, die die Wissenschaftler, die heute das SciTech repräsentieren, mitgebracht haben. Es war ein Enthusiasmus da und diese persönliche Erfahrung, die ich da gemacht habe, die finde ich auch heute wieder gespiegelt in einer Veranstaltung, die genau diese Begeisterung auch widerspiegelt. Das institutionelle Interesse ist die andere Seite. Diese Universität hat unglaublich von diesem SciTech profitiert und nicht nur die Universität, sondern die Region, die Wirtschaft, die Menschen in dieser Stadt. Also, wenn das kein Grund zum Feiern ist,